So, willkommen zurück zum vorletzten Vortrag für heute. Dieser Vortrag wird gleich von zwei Rednern gehalten. Einer der beiden arbeitet als Monitoring-Administrator für eine große Monitoring-Infrastruktur. Der andere Redner arbeitet als Senior Consultant für Open Source Monitoring und hilft seinen Kunden, ja, erfolgreich eben Monitoring-Lösungen im Unternehmen umzusetzen. Und wir hören heute nun eine gemeinsame Erfolgsgeschichte, von denen die beiden berichten werden. So, bitte einen herzlichen Applaus für Tobias Kempf und Michael Kraus. Ja, danke schön, Daniel, für die nette Einführung. Also Thema heute ist, wir wollen euch zeigen, wie wir gemeinsam ein relativ großes Setup einer verteilten Monitoring-Umgebung für ein großes Handelsunternehmen auflösen, kommt später, wer das nicht kennt, aufgesetzt haben. Eine kurze Zwischenfolie nochmal zu uns. Ja, ich bin Tobias Kempf, ich bin bei der Schwarz IT und dort für das Monitoring zuständig. Ich bin der Michael Kraus, ich bin bei der Consol in München, ich bin Senior Consultant und auch selbst vor der Zeit, ich mache jetzt seit 2005, bastle ich alles an Themen, was Nagios, andere Monitoring-Geschichten, egal was damit zu tun hat, also zahlreich. Vielleicht noch anfangs eine kurze, wirklich nur sehr kurze Einführung in Consol. Wir sind ein mittelständisches Softwareunternehmen, machen IT-Consulting, Individualsoftware und wir haben ein kleines, unbeugsames Open-Source-Monitoring-Team. Im Moment 6 Leute, nicht genug eigentlich, um alle Ideen abzufrühstücken, die wir nur so reinbekommen. Insgesamt haben wir neben der Münchner Zentrale Geschäftsstellen Düsseldorf, Nürnberg, aber auch Offshore-Sites in San Francisco, in Krakau, in Wien und in Dubai. Aber egal, wichtiger ist das Open-Source-Monitoring-Team. Da gibt es zahlreiche Eigenentwicklungen aus unserem Team, aus unserem kleinen Team, wie zum Beispiel die Open-Monitoring-Distribution, OMD, Sven Struck als grafische universale Weboberfläche für verschiedene Monitoring-Systeme, ob jetzt Nagios, Nemon, auch Singer. Zahlreiche Plugins vom Hero himself, von Gerhard Lauser, wie Check NVC Health oder Check Oracle Health oder whatever. Sakuli, ein End-to-End-Überwachungstool, hauptsächlich von Simon. Jolokia für Java Monitoring. Der Konfigurationsgenerator Zosch, den werden wir nachher noch ein bisschen näher behandeln und eine Integration von Grafana und InfluxDB anstatt also PNP-Integrationen in klassischeren Nagios-Setups. All diese Eigenentwicklungen hier, die waren schon mal Thema hier, die sind schon mal hier vorgestellt worden von meinen Kollegen. Die regelmäßigen OSMC-Besucher werden das vermutlich schon mal gehört haben. An Kunden haben wir zum Beispiel die Landeshauptstadt München, die hier irgendwo vertreten sein müsste. Ein führender deutscher Automobilhersteller, der räumlich nicht unbeabsichtigt neben der Landeshauptstadt steht. EMC Virtustream, die bei eben diesem Automobilhersteller die komplette Storage-Umgebung mit OMD monitoren. Die ASFINAG, die BNP Paribas. Die Bühler Group, ein Schweizer Anlagenbauer und die Schwarzgruppe. Ja, bei der Schwarzgruppe war es so, als wir mal eine Bilanzvorstellung hatten und unser Geschäftsführer dann das doch recht große Kuchenstück der Schwarzgruppe vorgestellt hat, hat er erstmal gestutzt, weil er eigentlich nicht wusste, wer sich dahinter verbirgt. Kommen wir mal zur Schwarzgruppe. Nur mal als kleine Frage, wer kennt die Schwarzgruppe? Wer weiß, was die machen, was sie hier sind? Doch relativ viel. Für alle anderen würde ich es mal ein bisschen auflösen. Unsere Schwestergesellschaften kennt man eher. Lidl oder Kaufland. Wir sind quasi die IT. Wir sind komplett für Lidl und Kaufland. Wir sind die interne IT, der interne Dienstleister für sämtliche Belange.
mal eine Aufteilung, eben was für eine Größe wir sprechen auch ein bisschen. Man sieht, wir sind in über 25 Ländern vertreten. Wir haben ja 11.500 Filialen knapp. Ja, überall auf der Welt verteilt. Wir expandieren momentan stark in die USA. Australien wird als nächstes kommen für Kaufland. Wir haben auch Außenstellen in Asien, in Hongkong. Ja, es ist eine groß verteilte und sehr, ja, sehr dezentrale Umgebung oder ja, Platzierung. Die Schwarzgruppe insgesamt hat 390.000 Mitarbeiter weltweit. Also nur mal um ein paar Zahlen zu nennen. Außerdem ja, im Ranking ein bisschen sind wir auch relativ weit oben, sag ich mal, angesiedelt. Unter den Top 5 der Welt. Wie der Titel auch schon gesagt hat, das größte Handelsunternehmen Europas, was den Umsatz angeht und im Vergleich zu den deutschen Konkurrenten. So als Zahlen, damit man sich ein bisschen damit identifizieren kann. Kaufland ist hauptsächlich in Osteuropa aktiv und expandiert momentan nach Australien. 1200 Filialen, 56 davon in Deutschland. Eine sehr große Filialfläche, ein sehr großes Angebot mit über 40.000 Artikeln. Lidl ist filialtechnisch, also an der Anzahl wesentlich größer. Da gibt es allein in Deutschland 3200 Filialen, über 10.000 Filialen weltweit. Dafür haben wir ein begrenzteres Angebot. Und jetzt kommen wir zum Thema Monitoring at Schwarz, also wie wir unser Monitoring aufziehen, wie wir es dort ja, praktizieren. Und hier wieder unsere ja, über 25 Länder, in denen wir sind, in denen wir vertreten sind. Wir haben einen Hauptstandort in Neckarsulm, das ist die Firmenzentrale. Von dort aus wird die meiste IT auch gesteuert. Dort haben wir auch unsere zentralen Sichten auf alles Mögliche. In den jeweiligen Ländern gibt es immer ein Landes-HQ, wo dann auch nochmal lokale IT vor Ort sitzt, die dann auch eben ihre Ansprüche haben, auch ans Monitoring. Die Verbindungen nochmal. Insgesamt sind wir halt noch weiter verteilt. Das wären jetzt zum Beispiel die Landesgesellschaften, unsere Warenhäuser letztendlich. Da sieht man, das ist schon ein sehr dicht besiedeltes Thema. Es ist ja, sehr verteilt alles. Wir haben also, wie man so sagt, wir haben nicht das Typische, wir haben ein Rechenzentrum und müssen dort unser Monitoring aufbauen, bauen dort eine große Instanz hin oder sowas. Das ist dann aufgrund der Verteilung und der Größe einfach nicht mehr möglich. Ein bisschen zur schematischen Darstellung, wie wir das Ganze aufgebaut haben. Es gibt eine Zentrale, die wäre dann in Neckarsulm. Wir haben unsere Landeszentralen, die jeweiligen HQs, die an die Zentrale angebunden sind. Wir haben ca. 182 Sonden in den jeweiligen Warehäusern stehen, die dann an den jeweiligen HQs in den Ländern hängen. Und da kann man ja schon ja, rausmachen, wir haben auch 11.000 Filialen, die auch von irgendwo überwacht werden. Man sieht schön, wir haben diese ja, pyramidenförmige Struktur. Wir können das dadurch sehr schön strukturieren. Wir haben in der Zentrale einen zentralen View über alles, über alle Monitoring-Systeme, das heißt Kollegen, die international oder über die Länder hinweg bestimmte Abfragen oder Views machen möchten, können das tun. Wir haben aber auch einzelne Views in den Ländern, das heißt zum Beispiel in den HQs des jeweiligen Landes steht eine Instanz, an denen alle Länderinstanzen angehängt sind. Das heißt, man hat quasi auch eine Landessicht, wo dann nur das jeweilige Land ihre ganze Monitoring-Umgebung begutachten kann. Das Gleiche ist auch für die Warehäuser, ist auch eine komplette OMD-Instanz am Ende, wo dann die jeweiligen Kollegen in den Warehäusern nochmal ihre Views letztendlich haben können, ihre Sicht einen Blick machen können über ihre eigene IT-Umgebung. Dadurch können wir halt auch ein bisschen sicherstellen, dass jeder nur das sieht, was relevant für ihn ist, was wichtig für ihn ist. Letztendlich, und da gibt es keine ja, Überschneidungen. Wie die Kommunikation abläuft, schon ein bisschen was dazu erzählt. Wir haben letztendlich SSH-Verbindungen oder OMD Interconnects zwischen von oben nach unten in diesem pyramidigen Struktur. Aber auch eine direkte Verbindung quasi von der Zentrale an jede einzelne Sonde. Wir verteilen unsere Konfiguration über Git, heißt eine Dropdown-Verbindung. Das heißt, jede
Sonde ist quasi unabhängig, bekommt nur ihre Config quasi von der übergeordneten Instanz und holt sie sich quasi, spricht letztendlich ein Warehouse, ein HQ, holt sich die gesamte Konfiguration für ein Land für sich und die jeweiligen Warehäuser connecten sich an ihre HQ-Instanz und holen sich von dort ihre Konfiguration. Nach oben, um die Sichten darzustellen, haben wir letztendlich die Live-Status-Verbindungen, die dann die jeweiligen Backends verbunden haben und ja, zusammen alles bauen. Wir haben hier eine sehr automatisierte Umgebung, sage ich mal so, in dem Sinn, dass wir sehr schnell und sehr flexibel sind, was neue Sonden oder sowas bedeuten würde. Also wenn wir zum Beispiel ein neues Warehouse aufmachen, ist es für uns als Monitoring-Team gar nicht mehr interessant, dass da jetzt ein neues Warehouse aufmacht. Wir haben das inzwischen so weit automatisiert, dass sie sich automatisch an der jeweiligen Landes-HQ melden würde, dass die sich automatisch an dem jeweiligen an unserer zentralen Instanz meldet. Also ich als Monitoring-Admin muss dann auf diese Instanz zum Beispiel gar nicht mehr drauf und irgendwelche Konfigurationen vornehmen. Das reicht letztendlich, wenn unser OMD-Paket installiert wird. Da vielleicht ein ganz nettes Gimmick oder sowas. Wir hatten es letzte Woche erst, dass eine Warehouse-Instanz aus dem vCenter verschwunden ist. Also wir verwenden VMs auf ESX basierend. Und irgendjemand hat die aus Versehen verschwinden lassen, sage ich mal vorsichtig. Die Wiederherstellungsprozess ist da bei uns sehr, sehr leicht. Wir haben ein Template, ein vorgefertigtes, ein Image, ein Linux-Image letztendlich. Das wird installiert, ins VMware reingehängt. Per Puppet wird die Konfiguration verteilt, OMD wird drauf installiert. Es meldet sich für unseren Monitoring-Server automatisch an der HQ-Instanz. Die Zentrale bekommt das auch automatisch mit. Das heißt, wir haben damit eine sehr, sehr geringe Ausfallszeit und eine sehr geringe Wiederherstellungszeit im Extremfall, wenn etwas ausfällt. Als kleinen Einblick, sage ich mal, das ist jetzt unser Webintersicht-View von Frug in der Zentrale. Man sieht jetzt hier die verschiedenen Länder quasi und drunter hat man dann letztendlich die einzelnen Warehouse-Instanzen. Das heißt, jeder dieser Bobbles ist letztendlich auch wirklich eine eigenständige OMD-Sonde, die ihre Checks eigenständig macht, die ihre Alarmierung eigenständig macht, die ihr eigenes Webinterface mitbringt. So kann man das eben sehr verteilen. Was bei einer so großen Umgebung natürlich ein Riesenthema ist, wir haben Unmengen an Checks und das ist eben Lastverteilung. Wir setzen dort auf Gearman Workers. Jede dieser Sonden, dieser OMD-Sonden, hat letztendlich hier einen lokalen Worker, die Checks ausführen. Da sind wir schon mal um ein bisschen Performance-Gewinn herangekommen im Gegensatz zum Plain Agios. Was wir aber auch haben, sind Remote Worker. Das heißt, wir können an eine einzelne Sonde Remote Worker anhängen. Da läuft dann quasi auch wieder ein OMD drauf. Allerdings nur ein OMD-Worker, der letztendlich seine Checks macht und die Ergebnisse wieder an die jeweilige Sonde liefert. Das kann man beliebig oft weitermachen. Letztendlich, wir können dort relativ frei zusätzliche Worker ranhängen, je nachdem, wie wir merken, wie sieht die Last auf dieser Sonde aus oder sowas. Brauche ich noch einen Worker mehr, brauche ich einen Worker weniger oder sowas? Sind wir da sehr flexibel. Auch das ist sehr weit automatisiert. Das heißt, wir müssen diese Sonde auch quasi nur installieren, OMD drauf installieren letztendlich. Es würde sich automatisch die Sonde an der jeweiligen Sonde connecten. Und wir müssen an der Zentrale quasi nur einmal hinterlegen, es gibt einen neuen Worker für dich, Sonde. Verbinde dich an die und dann werden die Checks abgearbeitet. Das war der Quatsch. Jetzt haben wir ja schon gesehen, die Struktur mit der verteilten Umgebung mit dem Git-basierten Git-basierten Config-Replizierung von oben nach unten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wird die überhaupt erzeugt? Natürlich wird die nicht geschrieben, von Hand erzeugt. Dazu gibt es ein SharePoint-Portal. Hier nur mal abstrakt, das können wir leider nicht zeigen. Ist auch ganz hübsch geworden. Außerdem ist nicht Open Source, aber ja, irgendwo muss man ja ein Web-Frontend quasi haben, um was einpflegen zu können.
Also im ersten Schritt, ein Administrator vor Ort hat ein neues Gerät, einen neuen Cisco-Switch, whatever. Er loggt sich an dem Config-Portal ein, trägt seinen Hostnamen ein, von mir aus IP-Adresse, was er bekommen hat, wählt aus, welche Geräteklasse er hat, drückt Speichern. Und im nächsten Schritt läuft jede Minute ein Lauf des Config-Generators Zosch, der diese Datenbank abfragt, gibt es was Neues? Wenn ja, generiert er darauf basierend, den hinterlegten Regeln basierend, eine neue Konfiguration. Das passiert in der Zentrale oben. Dann wiederum alle Minuten läuft ein Check-It-Update-Skript. Das ist auch ein Open-Source-Skript, das auch in der OMD Labs Edition mitgeliefert wird, soweit getuned, dass es mit der Umgebung zurechtkommt. Das ist zum einen mal die Konfiguration auf die zuständige Landeszentrale, auf das zuständige HQ synchronisiert. Also jetzt zum Beispiel Belgien bekommt jetzt nicht die Konfiguration von Deutschland zum Beispiel, also nur das deutsche HQ bekommt die Konfiguration runtergesynkt. Und auch minütlich läuft auf den Wehrhäusern und Stores-Sonden das Check-It-Update, das wiederum die übergeordnete HQ-Instanz abfragt und dann die Konfiguration nach unten repliziert zu sich. Was dann in der Ablauf so ist, dass das neue Gerät nach maximal 3 Minuten, nachdem es der Administrator auf Speichern gedrückt hat, im Monitoring ist. Er hat es dann sofort in der Überwachung, kann sofort darauf zugreifen. Zentrale Komponente hier dieses Konstrukts ist der Config-Generator Zosch. Der ist natürlich auch Open Source, er ist ein Framework, kein starres Tool. Also es ist nicht so auspacken, paar Datenbank-Adapter eintragen, laufen lassen. Man kann Adapter für nahezu beliebige Datenbanken schreiben, also quasi alles, was Python ansprechen kann, zum Beispiel CMDBs, MySQL, MSSQL, SharePoint-Adapter. Man kann es auch an Excel-Sheets anflanschen, man kann das auch gemischt tun. Zum Beispiel hier mal die Konfiguration von Netzwerkgeräte kommt aus der einen Datenbank, aus einer anderen Datenbank kommen andere Geräte, aus dem Excel-Sheet kommen von mir aus irgendwelche Listen mit Websites, die abgefragt werden müssen. Die werden dann alle plattgeklopft, reingezogen und dann mit Hilfe von in Python geschriebenen Klassendefinitionen verglichen, bin ich jetzt in Linux, bin ich in Cisco, Switch, bin ich was auch immer. Und mit Jinja 2 Templating kann ich dann eine Konfiguration daraus erzeugen. In diesem Fall ist es eine Naemon Nagios Konfiguration. Es könnte eine Isinger Konfiguration, es könnte auch irgendwas komplett anderes sein. Also das Tool selber ist agnostisch, was dann hinten rauskommen soll. Es ist nur so, dass es halt textbasiert sein muss. Das generierte Ergebnis wird dann automatisch in Git-Repositories eingecheckt und es verfügt noch über eine Schutzmechanismen. Zum Beispiel kann man einstellen, MaxDelta, wenn mehr als x Monitore sich ändern, dann machen wir lieber mal einen Git-Rollback. Könnte sein, dass irgendjemand einen Bedienerfehler oder einen Datenbankfehler oder einen Programmierfehler in den Klassen gemacht hat. Lass es erstmal so, wie es ist und schreibe einen Log-Eintrag. Wenn dann das richtige Monitoring darauf anspringt, kann man nachgucken, ob was schiefgelaufen ist und kann den Fehler korrigieren, ohne dass jetzt im Produktivbetrieb irgendwo ein Schaden entstünde, dass Wildhosts für ein paar Stunden weg wären. Im Prinzip der erste Schritt ist die Datenquelle. Eine Datenquelle macht die Anbindung in die Datenbank oder das Excel-Sheet, liest dort vorhandene Felder aus. Dort in der Datenquelle kann ich bereits Anreicherungen mit bestimmten Elementen, Metadaten machen, wie zum Beispiel hier Linux PNG als Host-Icon-Image anhängen, einen Linux-Server, also wenn die Row OS and Type Linux ist, dann hänge ich das der Host Group Linux hinzu und gebe noch weitere Typen der Monitoring-Überwachung mit. Zum Beispiel hier, ich gebe CPU-Warning, entweder die Row-OS-CPU, falls die existiert, mit. Wenn die leer ist oder nicht existiert, dann kann ich Standardwerte vorbelegen. Das heißt, ich habe dann eigentlich
für die komplette Umgebung, ob jetzt dort noch spezielle abweichende Werte definiert sind in der Datenbank oder nicht, Standardwerte oder Individualwerte für jede Maschine, die der Administrator eintragen kann, aber nicht muss. Im nächsten Schritt, wenn die Datenquelle ausgelesen worden ist, geht SourceHare, vergleicht mit den Klassen, die man selber anpassen kann, hier zum Beispiel die OS Linux Python Klasse. Wenn jetzt der Parameter OS Name zum Beispiel Red Hat oder RHEL oder SLES oder CentOS enthält, hier in dem Fall, dann gibt die Klasse Linux zurück. Und im einfachsten Fall macht die Klasse Linux nichts anderes, als Zosch zu sagen, wende eine Template-Rule an, in dem Fall ziehe das Template OS Linux Default und ziehe das OS Linux FS, wenn noch ein Attribut File Systems an diesem Monitoring-Item dranhängt. Aber auch hier in der OS Linux Klasse könnte man noch, wie vorher jetzt mit Host-Icons, Anreicherungen oder Standardvorbelegungen von irgendwelchen Monitoring-Schwellwerten wieder durchführen. Und dann auf Basis dieser OS Linux-Klasse werden dann die Templates gezogen, die, wie schon erwähnt, Ginger 2 Templates sind. Da kann man alle Filtermöglichkeiten von Ginger 2 anwenden, zum Beispiel Schleifen, also vor File System in Application File Systems. Dann definiere ich hier, wie mein Service heißen soll. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in der Definition, in den Daten, eine als Unit Prozent angegeben habe, statt Gigabytes, whatever, dann würde er das Kommando anwenden. Im anderen Falle könnte ich ein anderes schreiben und entsprechend würde er dann für alle Filesysteme, die hinterlegt sind, entsprechende längliche Konfiguration erzeugen. Und alle dann in der Datenquelle angereicherten, definierten Feldwerte können hier in den Ginger 2 Templates in den Werten verwendet werden. Check-Git-Updates schließt sich dann an diese Generierung an, nachdem Zosch seine Konfiguration ins Git-Repository eingecheckt hat. Beginnt die eigentliche Verteilung. Hier rechts sieht man allerdings nochmal eine Zosch-Konfiguration, die zum Beispiel ein Recipe für das BEHQ, das belgische Headquarter, die belgische Zentrale, anlegt und das in dieses Verzeichnis ablegt. Zum Beispiel das Warehouse 001 wird dann in dieses Verzeichnis und die Store-Sonde in dieses Verzeichnis abgelegt. Es ist eigentlich eine hierarchische Struktur, einfach nur eine Verzeichnisstruktur mehrerer Git-Verzeichnisse und wieder Tobias vorher schon meinte, die unterste Instanz kontaktiert immer die drüberliegende Instanz und so weiter. Zum Beispiel das BEWH 001, das belgische Lagerhaus 01, kontaktiert seine Landeszentrale. Hast du eine neue Konfiguration für mich? Ja, nein. Das BEHQ wiederum kontaktiert die Zentrale. Hast du eine neue Konfiguration für mich? Und das ist diese Kette, die dann von oben nach unten, also die Konfiguration verteilt. Das ist dann der resultierende Verzeichnisbaum für Belgien hier. Headquarter, Stores, WH001. Was dort drunter liegt, ist das Dynamic-Verzeichnis. Das enthält Hosts, Host-Groups, die generiert worden sind aus Zosch. Was es noch zusätzlich gibt, ist dann der Baum WorldDiddleStatic. Hier kann ich selber Notification-Commands, Time-Periods, alles, was nicht aus Zosch generiert wird, hinterlegen. Was zum Beispiel an Monitoring, Check-Command-Definitions und sowas einlege, das ist dann hier abzulegen und wird auch in der Git-Repository eingecheckt und wird zusammen mit dem anderen Baum dann von der Sonde abgefragt werden, bei einem Check-Git-Updates-Lauf. Also zum Beispiel repliziert das BEHQ, das belgische Headquarter, die Verzeichnisse BEHQ Dynamic, die in der Zentrale liegen, alle darunter liegenden Warehouses und Stores, also in dem Fall, ja, Stern ist nicht ganz richtig, aber es ist die Abstraktion, und WorldDiddleStatic. Das holt sich das BEHQ. Die darunter liegende Warehouse-Sonde holt sich dann wieder sein eigenes Dynamic-Verzeichnis, also das für sich geltende Dynamic-Verzeichnis und auch das Static-Verzeichnis mit den fixen Konfigurationen.
Und nachdem der Check-Git-Updates-Lauf durch ist, abgeschlossen ist, wird eine Konfigurations- und Syntaxprüfung gemacht. Und wenn die erfolgreich durchläuft, wird der Core durchgestartet. Und unmittelbar anschließend daran sind die neuen oder bestehenden Hosts dann wieder im Monitoring sichtbar. So sieht es dann in etwa aus, wie es gerade im Moment live ist mit 217 Backends, 36.000 Hosts und 160.000 Services in etwa. Für den Betrieb ist es eigentlich, wie der Tobias vorher schon angefangen hatte zu erwähnen, nur nötig, eine ESX-Basis-File aus einem Template bereitzustellen, aktuell mit einem Red Hat Enterprise Linux 7. Die Erstinstallation der OMD Labs Edition passiert via Puppet aus historisch gewachsenen Gründen, aus einem eigenen Add-on-Repository, die Schwarz betreibt, wo die OMD-Pakete liegen. Und er muss eigentlich nur die neue Instanz, diese neue Monitoring-Sonde, in der Zentrale eintragen. Alles andere ab dem Zeitpunkt passiert automatisch. Das heißt, beim Installieren des RPM-Pakets werden Funktionen aufgerufen, die anhand des Hostnamens, der fast immer einer Namenskonvention entspricht, Ausnahmen kann man auch abfangen, stellt es fest, ob diese Sonde, die gerade installiert worden ist, ob sie sich als HQ sieht, ob sie sich als Warehouse sieht, ob sie sich als Worker sieht, also Skirmin Worker, oder ob sie sich als Store-Sonde sieht. Diese Klassifizierung, diese Eigenschaft sieht sie aus ihrem Hostnamen. Und entsprechend wird dann die OMD-Seite umkonfiguriert, zum Beispiel, dass nur Mod-Girmin läuft, Worker für eine Worker-Node, oder im HQ, dass halt die Jacket-Updates anders konfiguriert werden als in dem Warehouse. Und sobald diese Identifikation auf Basis des Hostnamens passiert ist, unmittelbar nach Start und Installation des Pakets, geht es auch schon los, dass Jacket-Updates aufgerufen wird und dass sich die Konfiguration holt. Also kurz nach dem Start, ein paar Gedenkminuten vielleicht, 2, 3, und die Kiste beginnt zu arbeiten. Diese Verzeichnisstruktur vorher, diese Baumstruktur, BEHQ, also diese Git Repositories, die wird noch für eine andere Metainformation verwendet. Auf Basis dieser Verzeichnisstruktur wird auch ein Programm angestoßen, das die Portliste für die OMD Interconnect erstellt. Also regelmäßig, wenn jetzt was Neues dazukommt, wird die Portliste auch aktualisiert. Sie erstellt auch eine SSH-Konfiguration. Das war ursprünglich eigentlich nur eine Komfortfunktion, um schnell zwischen den Sonden hin und her springen zu können, wenn man für Wartungsarbeiten auf eine andere Maschine möchte und nicht irgendwie so einen Hostnamen eintippen möchte, sondern einen Kurznamen eintippen möchte. In Zeiten von Ansible wird das halt natürlich wiederverwendet, die SSH-Konfiguration, und es wird auch automatisch ein Host-Inventory aus dieser Liste erstellt, wo ich dann auf der Kommandozeile feingranulare Gruppen angeben kann. Zum Beispiel, ich möchte alle belgischen Lidl-Worker-Nodes ansprechen. Also derart feingranulare Ansible-Hosts-Gruppierungen sind dann daraus entstanden, um die Administration flexibel zu gestalten. Also die Portliste und die SSH-Konfiguration werden eben auch für die Git- und Live-Status-Kommunikation benutzt. Anhand dieser Ports weiß Thruck zum Beispiel, auf welchen Port er welches Backend gebunden hat und wie er es ansprechen soll. Da werden dann automatisch die Thruck Backend CFG generiert. Und mit Ansible wird mittlerweile sehr viel Wartungsarbeit automatisiert, weil wir eh schon SSH-Verbindungen vorhanden haben. Die Ansible-Hosts-Generierung war ein Abfallprodukt davon, war einfach gemacht. Und so können wir mit Ansible dann gezielt pro Land oder pro Typ, pro Klassifikation neuere OMD-Versionen installieren
die wir auch in der Zentralinstanz definieren, dass jetzt die neue vorhandene Version zum Beispiel 2017.10.10 sein soll. Wo immer ich sie ausrolle, wird die mit installiert. Ein weiteres Playbook kann die OMD-Instanzen auf die neue Version heben, aber eben selektiv, je nachdem, welches Land welches Wartungsfenster einstellen möchte. Und wir verwenden den Ansible-Mechanismus auch zur Installation von Patch-Updates, weil wir, wenn wir Fehler fixen in manchen Skripten oder Erweiterungen, schneller sein wollen, als es der eigentliche Release- und Einspielungszyklus ist, können wir sagen, hey, installieren wir jetzt mit diesem Paket ein neueres Check NWC Health oder whatever, ein neues NetApp-Plugin, wie wir starten. Ja. Und das Ansible, das wir hier eigentlich ganz normal mitliefern, also kommandozeilenbasiert, das können wir auch über die Version Control ein eigens erstelltes Truck-Frontend grafisch bedienen. Hier ist jetzt leider viel ausgegraut, aber man kann ungefähr sehen, ich kann hier schön filtern. Ich habe hier meine Default-Version, die ich einstellen kann, sehe, welche Sites haben jetzt gerade die aktuelle Default-Version, welche sind outdated, welche Patch-Level habe ich auf den Kisten und hier stöße ich ein Refresh-Data an, heißt, im Hintergrund läuft ein Ansible-Playbook, das mir diese Informationen, die hier alle drinstehen, wer bin ich, was für eine IP-Adresse habe ich, was für eine OS-Version, welches Patch-Level, dass man diese Informationen einsammelt, lokal abspeichert und wiederverwendbar macht. Ja? Ja. Ich habe genau zwei Fragen. Einmal, Sie haben gesagt, bei Massenänderungen gibt es halt so eine Art Funktion, die verhindert, dass das ausgerollt wird. Was ist, wenn der Admin einfach dörsig ist und Typos macht oder so? Bei einer Maschine ist Ihnen das ja egal, oder? Also angenommen, der Admin konfiguriert irgendeinen Unfug. Und das gibt dann keine Instanz, die das nochmal prüft oder sowas. Könnte man einbauen, hier zu der Umgebung ist es nicht so. Also ich könnte natürlich erstmal skripten, machen, nenne es Lookup voraus, ob die Maschine existiert, heißt die wirklich so, was ich mache, könnte vorher noch irgendwas anderes einbauen, zum Beispiel auf Ports konnektieren, ist da nicht eingebaut, aber Zosch ist eben als Framework so flexibel, das einzustellen, möglich zu machen. Und die Admins, haben die irgendein Frontend oder sind nur die dieses, also dieses SharePoint-Portal, wo sie... Also kann ich vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Wir haben letztendlich halt so ein SharePoint-Portal, das hat Formulare letztendlich, die man ausfüllen kann. Okay. Es werden also nicht Excel-Listen oder sowas hochgeladen einfach, sondern es ist halt wirklich eine SharePoint-Liste so gesehen mit verschiedenen Feldern, die verschiedene Attribute haben können. Da gibt es verschiedene Dropdown-Menüs zum Beispiel bei OS als Auswahl. Zum Beispiel ist es Windows 2008, ist es Linux, was auch immer. Und dann kann man, damit nimmt man Fehlerquellen schon mal raus, so gesehen. Das beruhigt. Genau. Ja. Wenn da jetzt halt irgendjemand irgendeinen Quark bei, was weiß ich, Hostnamen eingibt oder sowas, dann hat er das ja auch selber gemacht. Also das ist vielleicht auch ein Mitgrund, warum wir SharePoint nutzen. Wir haben da eine Revision drin, eine Versionierung der Sachen. Wir sehen, wer es geändert hat. Wir sehen, wer letztendlich den Mist konfiguriert hat und wer dafür halt auch zuständig ist. Die Kollegen sind natürlich auch angehalten, was sie dort eintragen, plausibel zu machen oder halt funktionabel letztendlich. Die sind natürlich auch dann auch letztendlich die ITler, die auf die Alarme reagieren zum Beispiel. Also wenn ein Land, was weiß ich, sehr viele Server anlegt, die alle nicht erreichbar sind, kriegt dann auch diese Kollegen letztendlich die Alarme dafür. Okay, das klingt fair. Noch eine andere Frage. Ich habe gerade gesehen in einem Screenshot, da waren ein paar Maschinen unreachable. Wie machen Sie das? Mit Dependencies oder Parents? Oder? Das wird sehr, sehr viel mit Dependencies gearbeitet, unter anderem Service Dependencies, Host Dependencies etc. Dadurch, dass wir auch immer nah an diesen Servern sind, also wir stehen in jedem Warehouse letztendlich, haben wir so eine Sonde. Das heißt, habe ich auch diese Verbindungsprobleme aus dem HQ oder zum Beispiel aus der Zentrale gar nicht, dass ich sagen muss, mein Warehouse ist nicht mehr erreichbar, also muss ich mir da Dependencies zusammenbauen. Intern arbeiten wir auch sehr viel mit Dependencies, Host Parent.
Man hat es ja schon ein bisschen rausgehört, also ich bin letztendlich im Monitoring-Team auch in der Zentrale der Schwarz-IT. Ich selbst lege aber wenig bis kaum solche Systeme mehr an, Systeme, die überwacht werden sollen. Ich kümmere mich hauptsächlich um die Weiterentwicklung, um die Einhaltung von Standards, um zum Beispiel die Erstellung neuer Checks für ZOSH-Templates, Anpassungen, Updates der Systeme letztendlich und eben halt so eine Gesamtübersicht zu haben, weil Beispiel, die Länder sind sich sehr ähnlich, sie haben immer, also fast identisch, sie haben für immer dieselben Anforderungen. Dementsprechend können wir halt da eben auch ein sehr standardisiertes Monitoring einführen. Also wir haben, unsere Windows-Server werden überall gleich gemonitort. Es gibt vielleicht ein paar Zusatzchecks pro Land oder sowas, die man einführen kann, aber wir versuchen halt einen Blick drüber zu halten. Wenn es neue Sachen eingeführt werden, neue Checks, neue Informationen benötigt werden oder überwacht werden sollen, dann wenden die Kollegen sich an uns, ans Monitoring-Team, damit wir hier die Weiterentwicklung vorantreiben können und eben auch andere Länder davon profitieren können. Wir haben eine internationale Expertengruppe, nenne ich es mal. Also es sind Kollegen aus den Ländern, die auch schon Erfahrung im Monitoring haben, mit Nagios haben. Also da sind Kollegen dabei, die schon weit länger im Open-Source-Monitoring-Umfeld sind als ich. Die haben auch ihre Erfahrungen gemacht und davon profitieren wir halt. Und das ist auch so unsere Idee, dass man halt auch die Länder untereinander davon profitieren, wenn es Kollegen eben gibt, die sehr viel Know-how haben. Wir hatten jetzt vor kurzem zum Beispiel, hat ein Kollege ein sehr interessantes Skript für uns geschrieben, letztendlich das den Virenscanner prüft, letztendlich, ob der aktiv ist. Wir versetzen teilweise verschiedene Virenscanner ein. Dieses Skript fängt alles ab, das können wir jetzt auf alle Länder verteilen. Das ist was sehr Interessantes für alle Länder zu wissen, um da eben ja, den Zusammenhalt zu schaffen. Die Expertengruppe gibt es auch, sage ich mal, dass wir in der Zentrale nicht den Kontakt verlieren zu den wirklichen IT-Lern, die dann die Probleme bekommen, die Alarme bekommen, die damit täglich arbeiten müssen, die dieses Monitoring-Webinterface, letztendlich dieses Self-Service-Portal bedienen müssen. Ist uns eben ein wichtiger Part auch, damit wir hier nicht irgendwas bauen, was dann gar nicht mehr relevant oder gar nicht mehr interessant ist. Wie schon auch gesagt, die Administratoren, die Kollegen vor Ort pflegen das selber. Es ist ein einfaches Config-Portal, es ist ein Self-Service-Portal. Niemand muss auf die Shell, keiner muss Ahnung haben, wie Nagios funktioniert, keiner muss Ahnung haben, wie Linux funktioniert, so wirklich. Das kann man einfach relativ leicht rausgeben an Kollegen und so auch die Entlastung für uns zu schaffen als Monitoring-Team. Zukünftig planen wir eben noch weitere Automatisierung, dass wir halt das komplett aus einer CMDB generieren. Beispielsweise Stores, da möchte ganz ehrlich niemand mehr hingehen und manuell irgendwelche Sachen in ein Portal pflegen müssen. Die sind größtenteils identisch. Das wird einfach nur noch, sag ich mal, rausgeblasen. Wie so eine Weiterentwicklung letztendlich funktioniert ein bisschen. Wenn wir zum Beispiel haben, wir haben oft Anforderungen, es gibt jetzt eine neue Geräteklasse, irgendeinem Warehouse wurde plötzlich eine neue, was weiß ich, irgendein Storage eingeführt oder sowas. Letztendlich kommen wir da auch ein bisschen zusammen. Wir diskutieren innerhalb der Expertengruppe, was es da für Möglichkeiten gibt. Ist das was, was relevant ist für alle Länder? Ist das was, was nur punktuell für einzelne Gesellschaften interessant ist? Es werden halt Checks erstellt. Es wird der ZOSH, das Config-Portal, erweitert um die Möglichkeit. Und in einem, ja, relativ schnell im Zeitraum ist das eben für alle Länder verfügbar, weil sie dann auch die Möglichkeit haben, diese neue Geräteklasse bei sich im Monitoring zu konfigurieren. Wir haben jetzt so ein bisschen einen Projektablauf. Also ein Projekt wie dieses, man sieht es ja schon am Startdatum, geht nicht über Nacht. Aber es ging relativ schnell. Also es ist im Juni 2012 gab es die ersten Gespräche über Aufstellung, was ist für so ein Monitoring relevant, was soll man tun. Im August gab es dann schon einen ersten SharePoint-Prototypen. Im Oktober 2012 war dann ZOSH als Prototyp am Start mit Git und einer automatischen Verteilung. All das war dann relativ schnell schon fertig. Und am 6. Dezember waren dann die ersten 1000 Hosts schon im Monitoring. Ende 2012 die komplette Lidl-Stiftung, die Schweiz und Deutschland. Anfang 2013 dann Holland,
England, Spanien und die Slowakei. Und Ende 2013 waren dann alle Länder migriert und mit Monitoring versorgt. Das war der erste Wurf, die erste Umgebung, basierend auf SLES 11 mit einer OMD Nicht-Labs, eine Normalversion und einem Add-on-Paket damals schon, das deutlich größer war als die OMD Labs dann selber mit vielen Spezifika und zusätzlichen Plugins, wo dann später aus Teilen, die man mit übernehmen konnte, wo man dann später gesehen hat, die kann man überall oder bei anderen Kunden nochmal wiederverwenden, sind einige von diesen Komponenten in die OMD Labs Version mit übernommen worden. Und so in dieser Zeit zwischen 2013, als es lief, und Anfang diesen Jahres hat eigentlich eine kontinuierliche Weiterentwicklung stattgefunden, weg unter dem OMD 131 bis eben einer Marke von 37.000 Hosts und 161.000 Services, war eigentlich hauptsächlich geprägt von einer Weiterentwicklung von Checks, neue Geräteklassen hinzufügen, ja, auch manche Kommunikationskanäle optimieren, Thruck-Backends leicht tunen, sehr viel Erfahrung sammeln, um es zu stabilisieren, aber das war dann relativ schnell im Griff, erstaunlicherweise. Und jetzt Mitte 2017, weil SLES eigentlich auch eine Insellösung wohl war, begann man dann mit der Umstellung auf Red Hat Linux und dann die OMD Labs Edition, die es mittlerweile gibt, weil die eigentlich die breitere Basis bildet, wir weniger Zusatzkonfigurationen einbauen mussten. Jetzt im Oktober 2017 ist Belgien als erstes Land mit der neuen Version produktiv gegangen und Anfang kommenden Jahres werden alle Filialen ins Monitoring aufgenommen werden. Großbritannien hatte ja schon Filialen im Monitoring, Belgien auch zum Beispiel. Aber sukzessive werden alle Länder ihre Filialen, ihre Stores Monitorings ins neue System mit einbinden. Aber auch die mittlerweile Kaufland Legacy Umgebung mit ein paar Monstersonden wird auch mit rein migriert werden. Also Schwarz, Lidl, Kaufland Umgebung. Als Zielmarke für Anfang nächstes Jahr wird etwa sein, dass es 355.000 Hosts mit 1,5 Millionen Services sein werden. Mit in etwa von 300 OMD-Instanzen mit Workern in etwa, alles auf VMs. Das ist so in etwa das Ziel oder das ist die Marke, die wir erreichen müssen. Das sind so die Mindestmarke, was kalkuliert worden ist, was es an Services geben wird. Also das ist nicht irgendwas, hey, wäre schön, wenn wir das reinkriegen. Nein, das wird dann drin sein Anfang nächstes Jahr. Es kann doch dann mal schmal die größte Open-Source-Monitoring-Umgebung überhaupt sein, oder? Oder gibt es da größere? Könnte. 355.000 Hosts ist schon... Hier zum Abschluss noch Übersicht, was verwenden wir in der Umgebung momentan alles an Software und Komponenten. Links aus dem Monitoring-Bereich. Auf der alten Umgebung war noch Nagios 3 als Core im Einsatz. In der neuen Umgebung wird Nemon verwendet. Hauptsächlich deshalb, weil wir uns damit Migration von irgendwelchen Check-Konfigurationen gespart haben. Also in der OMD wäre auch zum Beispiel Ersinger 2 mit dabei gewesen, aber hätte deutlich mehr Impact auf die Umstellung gehabt, als jetzt Nemon einzusetzen und die Konfiguration einfach weiter zu verwenden. Eben Zosch als Dreh- und Angelpunkt für die Konfiguration. Es wird PNP für Nagios verwendet. Hauptgrund ist, es läuft einfach, das tickert ohne Aufsicht. Es läuft auf kleinen Maschinen. Die zeitliche Auflösung und die Kompaktierung am Schluss der RAD-Graphen reicht im Moment aus. Ziel ist es schon, das zumindest mal mit Grafana ein bisschen hübscher zu visualisieren als Zwischenschritt und später mal irgendwelche fancy InfluxDB, whatever, Backends dann, die wir im OMD Labs auch schon haben, aber in der Umgebung ist es momentan nicht nötig. Darum kommen wir mit dem PMP von Nagios noch recht weit. Thruck mit seinen Backends ist als Hauptkomponente noch mit drin.
NACWIS wird verwendet, um hübsche Dashboards zu malen. Track Panorama Tools auch, aber noch nicht so häufig. MODGearman ist ein sehr, sehr stark im Einsatz befindliches Element, eben für die Worker Nodes, die sich selber verbinden. MKLive-Status und daran anflanschender LMD, der auf den übergeordneten Instanzen quasi so ein Caching übernimmt, dass Thruck schneller auf Daten zugreifen kann. Es ist ein Go-Daemon von Sven Nierlein, der speziell im Hintergrund für Thruck zuständig ist, um eine Anbindung von einer derart großen Masse an Backends und der dahinterliegenden Daten zu ermöglichen. Nicht aus dem Monitoring natürlich OpenSSH ist ein sehr starkes Element für die Absicherung der Kommunikationskanäle, Git für die komplette Verteilung, Ansible für unsere Patch-Updates, nein, nicht Open Source, aber SharePoint ist leider auch eine wichtige Komponente da, wobei es da vielleicht noch irgendwann eine Änderung gibt. Ferner alles, was so im OMD Labs mit dabei ist, Apache, MySQL, whatever. Vielleicht noch als Hausnummer, eine typische Warehouse-VM hat 2 GB RAM, 2 CPUs zugeteilt und 10 GB Plattenplatz für die OMD-Installation. Also ist eigentlich recht schmal. Und ein typisches HQ-System hat 4 GB RAM mit 4 CPUs, aber auch mit 10 GB nur zugeteilt. Die zentrale Sonde ist naturgemäß ein bisschen größer, allein wegen dem Speicherbedarf von LMD und dem ganzen Backend anflanschen, aber alles ist auch eine VM. Alles recht überschaubar und recht gut handelbar durch diese dezentrale Aufdröselung, Aussteuerung. Dadurch hat man halt nicht dieses Monster-Nagios-Server-Konstrukt, was man ja auch oft kennt, diese riesigen Instanzen, die dann doch oft Probleme machen. Und dann zum Abschluss, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass doch sehr viele auch gekommen sind und einen Vortrag von uns beigewohnt sind. Für alle, die es interessiert, die auch letztendlich dazu vielleicht beitragen möchten, auf bereit.schwarz haben wir Stellenausschreibungen. Mal so als kleine Wink in den Zeitpunkt. Vielen Dank. Ja. Gibt es Fragen? Fragen? Fragen noch zur Umgebung oder zum... So, ich hätte vielleicht... Vielleicht wurde das gerade gesagt, ich habe es nicht ganz mitbekommen, aber wie macht ihr das denn mit... Ihr habt ja MODGearman als verteilte Monitoring-Lösung, sag ich jetzt mal, wenn sie sagen Load Balancer oder wie auch immer. Wie macht ihr das denn mit der Redundanz, wenn euch der oberste MODGearman-Server abkachelt? Den obersten MODGearman-Server gibt es ja quasi nicht. Also es gibt quasi immer eine OMD-Sonde, an denen dann mehrere Worker dranhängen können. Wenn diese Sonde weg ist, ist natürlich auch der Check weg, ja. Aber dadurch sind wir halt, wir sind dezentral. Das wäre dann zum Beispiel auch nur für ein Warehouse, sage ich mal, wenn dieser Server wirklich kaputt ist. Habe ich ja vorher kurz angemerkt. Ein Kollege hat aus Versehen eine Warehouse-VM verschwinden lassen. Dann ist die halt weg. Dann werden dort aber nur lokal in diesem Warehouse keine Checks mehr ausgeführt. Ja. Wir können die sehr schnell wiederherstellen. Außerdem sind wir aber auch VMs. Das heißt, wir haben dort Redundanzen halt letztendlich über die ESX-Mechanismen. Ja, aber dann hast du ja, du redest ja gerade davon, dass du bei MODGearman den entsprechenden MODGearman-Worker, der dann irgendwie einfach wegfällt. Wenn der Worker wegfällt, dann die Sonde führt weiterhin Checks aus oder es gibt eben noch weitere Worker. Also wir haben immer einen lokalen Worker an den Sonden dran, die Checks ausführt. Das heißt, jede Instanz selber führt Checks aus. Okay. Nur wenn die Last, also wir benutzen MODGearman wirklich nur zum Load Distributing. Das heißt, wenn eine Sonde es nicht mehr packen sollte anfangen von der Leistung, dann kann man noch einen zusätzlichen Remote Worker dranhängen, letztendlich. Also gerade so bei den Stores ist das eben so ein Thema letztendlich, weil das halt groß ist. Allein Deutschland mit 3.300 Filialen. Da reicht halt ein Server irgendwann nicht mehr. Ja. Wie habt ihr das mit den Zeitzonen geregelt? Also ich meine, morgens um 8 LAN in Deutschland auf, ist ich morgens um 8 in Australien und so, also gerade in Bezug auf Notifications und so. Also das ist, die Sonden stehen ja auch immer lokal, das heißt, die stehen in diesen Zeitzonen letztendlich.
Dadurch hat man halt lokal diese Probleme nicht. Das heißt, man wird sich immer zugeschickt. Auf der zentralen Sonde hat man natürlich das Problem mit den Zeitzonen. Und das habt ihr wie gelöst? Es wird halt angezeigt, so wie es kommt. Also der Admin macht morgens um 8 in Deutschland den Change und das System fliegt für die, oder also das macht sich halt um 16 Uhr woanders bemerkbar, lokale Zeit. Wir haben die Notifications werden von den Sonden in den jeweiligen Zeitzonen auch verschickt. Das heißt, dadurch hast du das Problem nicht. Das heißt, wenn der Kollege in der USA zum Beispiel einen Change durchführt und dadurch etwas ausfällt, wird das in der Sonde in der USA gemeldet, die in der jeweiligen Zeitzone steht und dann eben auch zur jeweiligen Zeit seine Alarmierung verschickt. Alles klar. Ihr habt es ja gerade eben schon gesagt, dass ihr weg wollt von der manuellen Monitoring-Konfiguration zur CMDB-gestützten Konfiguration. Und jetzt gerade bei der Umgebung, die ihr aufgezeigt habt, kann ich mir vorstellen, dass ein CMDB-Projekt oder diese CMDB-Daten entsprechend zur Verfügung zu stellen, mindestens so herausfordernd ist wie das ganze Monitoring-Thema. Wie weit seid ihr denn da? Also es ist ein sehr großes Thema. Es wird auch ein ähnliches Konzept gefahren, wie wir für uns das Monitoring. Vielleicht so als kleiner Hinweis, ich bin in einem Monitoring- und CMDB-Team. Das heißt, wir haben Kollegen bei uns im Team, die nur CMDB machen letztendlich. Da gibt es auch lokale Discovery-Sonden oder alles Mögliche oder Datenquellen, die halt angezapft werden. Wie weit wir da sind? Wir haben momentan Kaufland komplett. Für Lidl läuft dieses Jahr ein Rollout für alle Länder. Alles, was in der Zentrale steht momentan, ist auch schon in der CMDB. Und die CMDB, diese Information, die ist aber nicht exklusiv für Monitoring, sondern für alle anderen Themen, die eben diese Daten brauchen, auch. Tickets ist ja dann der Clou daraus, ne? Genau. Ja. Alles klar, wir sehen. Also was wir mit diesem Config, Self-Service-Config-Portal gemacht haben, ist quasi eine Art Monitoring-CMDB, die eben manuell gepflegt wird, wo man dann halt langfristig, der Plan ist, ergänzen kann. Aber gerade für die Stores soll dann zukünftig komplett aus dem CMDB generiert werden, weil es einfach irgendwo nicht mehr handelbar ist. Ansonsten. Weitere Fragen? Keine Fragen mehr? Gut, dann Dankeschön.